Meine Nase juckt. Kein Wunder. Nicht? Nee. Okay. Hi, Hendrian. Was geht ab? Naja. Meine Haare fallen aus. Ja, Strahlenkrankheit ist eine fiese Sache. Strahl doch mal ein bisschen. Du hast ein so schönes Lächeln. Ja, ja, Arschlöcher. Zack, hast du den Salat. Im Salat. Grünkopf. Tja. Bist du auch so motorisiert wie ich? Ach. Ich betrinke mich ja heute bei der Sendung nebenbei. Heftig. Ich habe eine Rittersport-Rumtraubenuss. Aber nicht die ganze Tafel, Flo. Nein, die Hälfte habe ich schon vor der Aufnahme gegessen. Gut. Ach ja. Ja, ich habe auch eine feuchte Dose hier. Grüße. Richtig aus. Gut. Was hast du so gemacht seit unserer letzten Aufgabe-Name-Dings? Ist schon ein bisschen her, ne? Boah, letzten Monat. Oder? Sag ich doch. Ja, irgendwann. Ja, ist egal. Hört eh keiner. Hi, Hörer. Alle beide. Ich könnte den Namen nicht schon aufzählen. Zwei? Ja. Hi, Stefan. Der Stefan? Der Berühmte? Ja. Oh. Der Ansgar. Oho. Ja. Ich hätte mir fast einen Fanpulli gekauft. Aber nein. Dann dachte ich, ach nee, so mag ich den dann doch nicht. Okay, und wer ist da der zweite Hörer? Naja, die uns zu Roy Black zwingt. Ja, okay. Meine Schokolade ist alle. Oh Gott, das heißt, du hast jetzt diesen Maximalpegel erreicht. Ich bin Sternhagel, vor gut, er schon liege. Ach ja, so mag ich dich am liebsten. Betrunken und im Bett. Ja, ich weiß. Da bin ich ein richtiges Tier. Gut, ein Faultier, aber... Ach. Ich würde ja aufstehen und die Chips holen, die da hinten liegen, aber ich bin halt... Nein. Du brauchst einen Assistenzhund. Oder ein Äffchen. Oder beides. Ein Äffchen, das auf einem Assistenzhund reitet. Frankensteins Assistenzhund-Äffchen. Ja, es könnte funktionieren. Es schwingt sich pinkelnd von Baum zu Baum. Ja, wie ich. Oh ja, ich erinnere mich an diesen Tag. Seitdem durften wir nicht mehr in den Park. Ja, beziehungsweise nur noch mit Windeln, ne? Aber irgendwas ist ja immer. Ja. Windeln sind sowieso eine schöne Erfindung. So für Leute wie uns, die echt faul sind. Und alt und verbittert. Und einfach liegen bleiben. Ja. Ja, schon. Ja. Was habe ich denn gemacht, seit wir das letzte Mal? Ich meine... Das gleiche wie immer, glaube ich. Ne? Wir haben uns ja erst vor ein paar Tagen gesehen auf dem Podstock. Das war cool. Ja, bisschen kurz.
Es ist immer zu kurz. Ach ja, das ist, was sie gesagt hat. Aber war schön, unsere Sendung war echt toll. Ich weiß nicht, ob es davon eine Aufnahme gibt, sonst würdest du die ja hier veröffentlichen vielleicht. Wir sollten öfter auf Bühnen auftreten. Das war echt gut. Es war sehr lustig. Also wir hatten ja auch einige Gäste, da möchte ich mich auch nochmal hier bedanken. Wir haben ja eine Gongshow aufgeführt. Das heißt, Leute durften ihre Podcasts vorstellen, solange bis uns langweilig wurde. Und dann haben wir den Gong übergezogen. Das Konzept ist immer noch gut, finde ich. Ja, es tut mir noch sehr leid. Also ich möchte mich nochmal beim Ralf entschuldigen für die Platzwunde. Aber naja. Das Konzept war toll. Es gibt keine schlechte PR. Ja. Hörst du die Glocken bei mir im Hintergrund? Ja, ich mache mir auch schon ein bisschen Sorgen, weil der wütende Mob mit den Fackeln und den Mistgabeln bei dir aufkreuzt. Es kann sich nur noch um... also gleich. Aber auch das sind wir gewöhnt. Wobei ich hätte das echt vor der Bühne mehr erwartet. Also es waren nur zwei wütende... naja, gut, Möpse? Das eine war ein Schrumper. Wütende Möpse jagten uns von der Bühne. Sie wackelten dabei schön im Wind. Ja. Doch, das war schon schön. Machen wir nächstes Jahr wieder, würde ich sagen, oder? Ja. Und dann darf vielleicht auch der Spotto seine Hosen anbehalten. Nein. Naja, die Kinder haben geweint. Die hatten Angst. Nichts bereitet so gut aufs Leben vor wie eine Bühnenshow. Ja. Naja, wir können ja dann nächstes Jahr eine Münze werfen. Auf wen? Hier, auf irgendeines der weinenden Kinder. Kapitalismus hilft. Wir werfen so lange mit Kleingeld, bis es aufhört. Bumm, aua. Bumm, aua. Kauf dir Pflaster. Bumm, aua. Genau. Ja, ja. Und sonst? Sonst, ja, muss, ne? Der Garten lebt noch. Ich lebe immer noch. Oh, schade. Ich habe mir das auch nicht ausgesucht, aber... Ich habe die erste Andenbeere dran. Also wahrscheinlich keine Beere, sondern nur das... die biologische Umverpackung, aber... Ich erwarte, dass da was drin wachsen tut. Machen, haben, wird. Physalis. Ja, ja. Ja, und ich habe neue Kräuterzugänge. Ein Pilzkraut. Ja, sowas habe ich im Baumarkt stehen sehen. Dachte mir, was ist das denn? Lass mal lieber stehen. Ich habe es auch noch nicht wirklich sinnvoll genutzt. also roh schmeckt es nach Gurke. Okay. Aber es soll irgendwie doch so ein sehr pilzähnliches Aroma haben. Mhm. Und ich habe was, wo ich für Tee ausprobieren möchte, nämlich Ginseng. Okay. Es ist, also roh schmeckt es nach Gurke. Bist du dir sicher, dass du nicht einfach immer ein Stück Gurke gegessen hast? Und, nichts wirklich. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Das heißt, du willst dann quasi deinen Ginseng-Tee trinken und besser denken? Ja, oder den Tee trinken einfach nur. Oh, und in mein Insektenhotel sind langsam Insekten eingezogen. Also ich höre es Brumsen und Sumsen, vor allem wenn die Sonne drauf scheint. Das ist schön. Lass mich raus, ich verbrenne. Ja.
Ja, sonst. Sonst gibt's nichts. Haben wir noch Themen? Warte mal, nehme ich eigentlich überhaupt auf? Ja, leider. Ah, fuck. Themen, also ich bin nicht vorbereitet. Also ich habe auch nicht Invader Sim geguckt. Aber hast du nicht gesagt letztes Mal, du hättest irgendwie noch irgendwas hier Film oder so? Ja, also ich habe mal wieder einen Comicstrip und einen Film mitgebracht. Und zwar beides sogar dasselbe. Okay. Also feierte dieses Jahr seinen 90. Geburtstag. Du kennst es bestimmt. Donald Duck. Thimble Theater. Sagt dir nichts. Nö. Gut. Denn in Thimble Theater ist 1929 am 17. Januar zum ersten Mal eine Figur aufgetreten, die später dann zum Star dieses Comicstrips wurde und einen eigenen bekommen hat. Popeye. Ach was. Ja. Und den gibt's heute noch. Also den Comicstrip. Zumindest Popeye. Den anderen nicht mehr. Der vegane Seemann. Nur ob er so ganz so vegan war. Oder meinst du, das ist Rahmspinat, was er da hat? Das kann alles sein. Das kam aber, glaube ich, sogar auch erst mit den Zeichentrickfilmen eher, mit dem Spinat. Okay. Witzig. Geschaffen von L.C. Seeger. Ja. Ein echter Seeger-Typ. Und die Hauptfiguren dieser Serie waren Leute wie ja, Olive Oil, die ja später die Freundin von Papa wurde. Ja. Castor Oil, also die ganze Oil-Familie. Oder Ham Gravy, also die haben alle irgendwie komische Essensnamen. Was ist nochmal Castor Oil? Rizinus. Ach, richtig, genau. Ja. Ja, und irgendwann ist dann halt Popeye auch da aufgetaucht. Und diverse andere Figuren. Und über die Jahre haben das dann einige Leute diesen Strip geschrieben und gezeichnet. High Iceman macht das Ganze seit 1994. Also die Sundays zumindest. Klingt ein bisschen wie ein Superheld. Ja, Iceman. Hi Iceman. Hi Ken. Ja, Popeye und der Spinat. Was hat er denn gegessen, als er noch im Comic war und nicht im... Naja, ich glaube, er mochte Öl. Nachvollziehbar. Er mag nicht einen guten Schluck Öl. Es wurde dann damals, also von 1933 gab es den ersten Popeye-Cartoon, beziehungsweise er hatte den ersten Auftritt in einem Cartoon von Betty Boop. Ach was. Mhm. Mit dem Titel Popeye the Sailor. Der Matrose und das Mädchen. Mhm. Das war ja doch recht sexy für die damalige Zeit. Tja. Ja, Popeye bekam dann seine eigene Reihe. Es entstanden dann 108 klassische Cartoons. Später dann in einem anderen Studio nochmal 125. Nochmal später dann nochmal 220. Mhm. Die sind dann jeweils qualitativ immer schlechter geworden. Ja. Und irgendwann haben sie dann halt hier auch den Spinat eingeführt, weil zu der Zeit kam dieses Gerücht auf, dass der so einen hohen Eisengehalt hätte. Mhm. Was ja natürlich nicht stimmt. Naja, die Dose hat schon relativ viel. Ja, und der konnte sie mit der Hand ja auch zerquetschen. Ja. Ja, und das wurde dann natürlich zu einem wichtigen Teil des Popeye-Mythos. Aber, also es gibt jetzt auch zum 90. Geburtstag ist ein neuer Sonntagsstrip gestartet. Mhm. Diesen Namen mir gerade nicht einfällt. Popeye, Cartoon, Dingsbums, wie heißt das Ding denn? Egal, also wo verschiedene Zeichner und Autoren ihre Popeye-Geschichte erzählen können. So zum Jubiläum.
Ja. Aber eigentlich will ich über etwas anderes reden. Gott. 1980 hat Robert Altman den Film Popeye ins Kino gebracht. Mhm. Also Robert Altman ist derjenige, der ja, sein bekanntes, frühestes bekanntes Werk ist M.A.S.H., der Film. Okay. Und er hat viele bekannte und gute Sachen gemacht. Auch einer meiner Liebsten von ihm ist, ich glaube, einer seiner letzten auch. Oh, nee, stimmt gar nicht, der hat danach noch einiges gemacht. Okay. Shortcuts. Das ist ein Film, der auf einer Kurzgeschichtensammlung basiert von von Raymond Carver. Mhm. Und das sind für die damalige Zeit also viele bekannte Darsteller drin. Matthew Modine, Julian Moore, bla bla bla, Jennifer Jason Leigh, Robert Downey Jr., Chris Penn, Jack Lemmon, Andy McDowell, bla bla bla, einen ganzen Haufen Leute. Und es sind halt verschiedene Kurzgeschichten, die so ineinander laufen. Das Aha. heißt, Figur A, man erlebt ein Stück der Geschichte und dann läuft sie irgendwo an einem Laden vorbei. Auf der anderen Straßenseite kommt eine andere Figur und die Kamera folgt dann dieser Figur. Und verstehe. So habe ich es am liebsten. Ja, schön gemacht, guter Film. Ja, aber zurück zu dem, was ich eigentlich sagen wollte. Popeye. Hauptdarsteller ist Robin Williams. Mhm. Shelley Duvall als Olive Oil. Wer? Das ist Shelley Duvall. Eigentlich auch halbwegs bekannt. Ray Walston spielt seinen Vater. Walston kenne ich hauptsächlich durch eine meiner Lieblingsserien. Durch Picket Fences. Mhm. Ja, da war auch unheimlich viel gemacht. Eine der frühesten Sachen war der Comedy-Klassiker Mein Onkel vom Mars. Also es sind Leute daran beteiligt, die können schon was. Aber dieser Film gehört zu dem schlechtesten, was ich je gesehen habe. Okay. Hast du den auf Scheibe da? Ja. Gut. Ja. Klaus Voormann spielt von Schnitzel? Wer ist von Schnitzel? Du kannst es dir doch denken bei dem Namen, oder? Oh Gott. Die Handlung. Ach ja, Pluto ist gar kein Hund, stimmt. Nein, hier nicht. Hier ja. ist Pluto der Bösewicht. Stimmt, ja. Also Popeye ist eine Waise und er sucht seinen Vater. Und er lernt dann in dieser kleinen Stadt Olive Oil kennen und sie finden ein Baby, Sweet Pea. Das kann die Zukunft voraussagen. Natürlich. Und dann wird Sweet Pea entführt von Poop Deck Peppy, der natürlich zufälligerweise der Vater von Popeye ist. Und dann wird Sweet Pea entführt von Pluto, der einen Schatz sucht. Ja. Das Ganze ist ein Musical. Nein. Doch. Oh. So was von katastrophal schlecht. Es ist echt nicht auszuhalten. Die Darsteller sind, ich sag ja, sind eigentlich ja bekannte Darsteller. Aber Robin Williams ist komplett überdreht. Die sind alle so überzeichnet. Ich meine, okay, es ist natürlich ein Comic-Strip, aber... Und ein Musical. Und ein Musical und so verdammt schlecht. Ich saß weinend vor dem Fernseher. Klingt gut. Ja. Ich könnte dir mitbringen, wenn ich dran denke. Wäre eine Idee. Wenn sämtliche andere Projekte scheitern, können wir auch damit scheitern. Ja.
Wobei ich gerade mal geguckt habe, 1980 kam nicht nur Popeye als Film, sondern auch sehr viel Musik, wo man den Titel liest und die einem sofort nicht mehr aus dem Kopf geht. Wie Another Brick in the Wall, Part 2, Funky yeah. Town, Xanadu, Santa Maria. Xanadu. Super Trooper von ABBA. Super Trooper. Ich guck mal, was es 1980 auch für Filme gab. Es gab zum Beispiel die 18-Jährigen. Okay. Okay. Alles in Handarbeit. Ja, das kenne ich. Asphaltkannibalen. Klingt nach Roadkill. Eieieiei. Blaue Pferde auf rotem Gras. Ist das nicht so ein Bild? Wahrscheinlich. Christmas Evil, einer der klassischen Weihnachtshorrorfilme. Deutschland, bleiche Mutter. Drei Lederhosen in Saint-Tropez. Drei Schwedinnen auf der Reeperbahn. Ja. Ich meine sowas in meiner Roy Black-ähnlichen Playlist gesehen zu haben. Ja, bei mir läuft übrigens im Hintergrund sondern, ein Roy Black-Film. Oh, was denn? Irgendwas mit Doktor. Oh Gott, der Doktor-Film. Ja, also ich habe zwei hier auf einer Disc. Ene, Mene, Mu und Präsident bist du. Das ist eine Trump-Doku gewesen. Flash Gordon, natürlich ein Klassiker. Die Fliege, das Remake von 1980 und The Fog, Nebel des Grauens und Freitag der 13. Alles schöne Filme, ja. Es erschien aber auch das Geheimnis des Nikola Tesla. Okay. Glück im Hinterhaus. Das klingt auch so falsch. Ja. Na gut, die Götter müssen verrückt sein, kennt man. Hier ist ein Filmtitel für dich. Glückwunsch, mal wieder sitzen geblieben. Yay. Großangriff der Zombies. Okay. Helm auf, Hose runter. Herbie dreht durch. Nein. Ja. Cool. Die Herbie-Filme. Großartig. Das Imperium schlägt zurück, den kenne ich nicht. Ja. Außerdem haben sich 1980 Led Zeppelin aufgelöst und Bon Scott ist gestorben. Also, wenn ich sage Led Zeppelin aufgelöst, dann halt, weil John Bonham gestorben ist. Ja. Und es erschienen Filmklassiker wie Jungfrau unter Kannibalen. Kein Reihenhaus für Robin Hood. Keiner hat das Pferd geküsst. Okay. Ja. Komödianten-Emil. Lebendig gefressen. Om nom 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 nom. Louis der Geizkragen. Bestimmt mit Louis de Funès. Na, hoffentlich. Ja. Motorhead haben Ace of Spades. Ace of Spades. Meine Frau ist eine Hexe. Kenne ich. Der Mond ist... Ich mag ist, sie trotzdem. Der Mond ist nur anackert Kugel. Okay, den kenne ich nicht. Ich auch noch nicht, aber es klingt so, als müssten wir den unbedingt besprechen in diesem Format hier. Nackt und zerfleischt. Noch ein Käfig voller Narren. Das erinnert mich wieder an unsere Bühnenshow. Haben wir die eigentlich rausgelassen? Oh. Ich meine, Alex passt ja zwischen den Gitterstäben durch, aber der Rest...
Ach, der hält bis nächstes Jahr. Naja. Ist schon der gut. Der Mond ist nur eine nackerte Kugel. Palermo oder Wolfsburg? Der Mond ist nur eine nackerte Kugel. Ja, ja, was gibt's hier noch? Schulmädchenreport Teil 13. Vergiss beim Sex die Liebe nicht. Scheinen. Superman 2. Der Tag, an dem Christus starb. Wenn ich das richtig sehe, spielt Der Mond ist nur eine nackerte Kugel hauptsächlich auf einem Bauernhof und wurde hergestellt von einem Mann namens Lutz Hengst. Wenn das kein Zusammenhang ist, dann... Ne? Das... Ich finde ihn nicht mehr. Wo war er denn? Ja, ich guck mal erst noch weiter, was es sonst noch gibt. Das Tatort. Tatort. Egal. Euphoria. Okay. Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug. Ja. Airplane. Großartiger Film. Warum die UFOs unseren Salat klauen? Das klingt irgendwie auch ein bisschen nach hier. Ja. Der Filet Louis. Nein, das waren Kohlköpfe. Ach ja, die außerirdischen Kohlköpfe, stimmt. Mit Tommy Pieper, Hildegard Knef. Nein. Kurt Jürgens. Günter Fitzmann. Die Hauptdarstellerin in Der Mond ist nur eine nackte Kugel, namens Elisabeth Stepanek, die hat einen Wikipedia-Artikel. Aber statt ihres Passbildes ist da nur ein Bild ihres Grabsteins zu sehen. Oh! Okay, ich lese dir jetzt mal die Handlung vor hier auf Wikipedia von Warum die UFOs unseren Salat klauen. Okay. Der ökologisch orientierte bayerische Hobbybiologe Peter McDonald reist zu seiner Mutter nach Berlin, um sie um Geld zur Züchtung einer super Salatsorte zu bitten. Nachdem er mitbekommt, dass seine Mutter nicht nur stark depressiv, sondern auch eine Bordellbesitzerin ist, wendet er sich von ihr ab, gerät an die Tochter des reichen Konsuls und versucht fortan allein seine Salatzüchtung zu finanzieren. Hierbei hilft ihm Monika, eine junge Konditorin, in die er sich verliebt und die in einer seltsamen Kleingartenanlage lebt, die von vielen unterschiedlichen Charakteren bewohnt wird. In der Anlage herrscht zudem reges Treiben, da ein Feinkostexporteur versucht, mit Hilfe der Polizei die Anlage in Schutt und Asche zu legen, um neues Bauland zu schaffen. Nach einem Gartenfest in der Kleingartenkolonie wird klar, dass mit McDonalds Supersalat etwas nicht stimmt. Die Personen, die ihn essen, fallen in Hypnose und die Fahrzeuge, mit denen er in Berührung kommt, können plötzlich doppelt so schnell fahren wie gewohnt. Nach einer Überprüfung des Salates durch internationale Geheimdienste entwickelt sich ein Streit zwischen den Supermächten der Erde und außerirdischen Exponenten an der Züchtung. Als das US-Militär in Berlin eintrifft, wird die Szenerie von außerirdischen Wesen, den Bionauten, beobachtet, die jeden Schritt in McDonald's streng überwachen. Als schließlich auch noch ein amerikanischer Panzer durch einen fatalen Fehler einen Wachturm der DDR-Truppen auf Ostberliner Seite zerschießt, droht der Dritte Weltkrieg auszubrechen. Okay. Die Kritiken sagen, trotz der Starbesetzung reichlich dumm banal. Mit derben Klamaukanlagen und jeder Menge Trottel feiert Opas Kino Urstände. Reichlich ungenießbares Grünzeug. Den müssen wir uns irgendwie besorgen, oder? Auf jeden Fall. Gibt's noch VHS, schade. Naja, gucken wir mal. Oh je, oh je, oh je. Den muss doch mal irgendwer digitalisiert haben. Es oh gibt Gott, aber auch, oh Gott. In 1980 gab es auch Filme wie Werner Herzog Eats His Shoe. Passend dazu, wir kommen und werden euch fressen. Oder das Meisterwerk Wozu denn über diese Leute einen Film? Ach, ach, ach. Xanadu, der Film natürlich auch. Zärtlich Cousinen, ein Zombie hing am Glockenseil.
Zombies unter Kannibalen. Zwei Kamele auf einem Pferd. Oh je. Oh je, oh je, oh je. Ja, geil. Das ist echt Dings. Qualitätsdings. Es gibt von dem Popeye-Film übrigens natürlich auch die Musik als CD. Oh Gott. Also das Original-Release mit Liedern wie I Am What I Am. Nein. Natürlich. It's Not Easy Being Me. Und ein Popeye the Sailor Man. Oder die 2017er Deluxe-Edition auf zwei CDs. Oha. Everything is food. Das ist ein Lied, was mir gefallen könnte. Ja. He's large. That's what she said. Ja, haben wir noch Themen? Weiß ich nicht. Wir können mal die Aufnahme unterbrechen und uns darüber Gedanken machen, ob wir noch Themen haben. Das Konzept verstehe ich nicht. Aufnahme dann lassen wir einfach laufen. Hatte ich nicht noch irgendwas? Könnten, ja, bitte? Ich guck mal hier bei meinen Lesezeichen, da habe ich doch bestimmt noch irgendwo was für... Meine Lesezeichen haben nur Physik oder Porn. Ach so, darüber reden wir nicht. Physik-Porn. Ah, doch, ich hatte hier noch was Tolles. Hatte ich gefunden, das können wir doch über... viele Dingsen, Monate, Jahre. Dingsen. Aber können wir es auch Dingsen? Ja. Nein, ja. Was? Ich habe nämlich, wir verraten es noch nicht, was es ist. Ich schmeiße es dir mal in den Chat. Diese Wikipedia-Seite entdeckt. Oh. Ja. Ich mache das mal hier auf. Oh. Was für eine wunderschöne Seite. Ja. Wusstest du, dass zum Beispiel mehrere Orte in Deutschland eine Arschfalte hatten? Oder haben? Das ist nämlich ein Straßenname. Okay. Also ein sehr alter. Arskerne hieß das früher. Ah. Also was Arschkerbe heißt. Aha. Und das sind also Einschnitte zwischen zwei erhabenen Formationen. Man kennt es ja von Arsch. Ja. Aber irgendwann hat man natürlich versucht, so peinliche, derbe oder obszöne Wörter aus dem allgemeinen Sprachgebrauch zu entfernen oder zumindest aus der Straße. Vermutlich so im 16. Jahrhundert. Finde ich eigentlich schade. Wo wohnst du? Am Arsch? Passt doch gut. Ja. Hm.
Was für eine Fundgrube an Absurdität. Ja. Ich rutsche. Ich sitze nämlich in meinem Bett, weil ich zu faul bin, woanders zu sitzen. Mhm. Huch. Ah, okay. Was machst du eigentlich am 30. Februar? Welchen Jahres? Eigentlich an jedem, aber mein Internet regelt zu langsam, sonst könnte ich dir genaueres sagen. Wahrscheinlich das gleiche wie am 31. In Schweden 1712. Weißt du noch, damals Schweden, ich wollte gerade sagen. So Sätze fangen normal immer anders an. Als die wegen uns den Kalender umgestellt haben. Ich erinnere mich nur noch dunkel. Sie haben ihn nie wiedergefunden. Es war ja auch ein, wie heißt das Dings? Dieses Halbjahr, wo es dunkel ist, ja. Ah, ne, Polarnacht. Arschweiter. Ja, in Finnland war das damals auch. Weil die hingen ja noch an Schweden dran. Es war kurz, ich erinnere mich noch dran, nach dem großen Nordischen Krieg. Mhm. Wir haben auf beiden Seiten gekämpft. Ich weiß nicht, gegen wen? Gegen den kleinen Nordischen Krieg. Ach, der war so niedlich, der Kleine. Niedlich und tödlich. Ja. Wie Tollwutratten. Ah, das, die Allianz aus dem russischen Zarenreich, Sachsen, Polen und Dänemark-Norwegen hat das schwedische Reich angegriffen. Eine Versicherungsgesellschaft hat die Schweden angegriffen. Die Dänemark-Norwegen? Nein, die Allianz. Versichert. Da waren echt viele Leute drin. Ah ja, gab ja nichts früher. England, Kurhannover, Sachsen, Polen, Litauen, das Osmanische Reich, Preußen. Meine Güte. Auch so ein Krieg, über den man eigentlich noch nie was gehört hat. Ich habe auch das meiste vergessen von damals. Ich wollte gerade sagen, weil das alles in dem Kalender stand, den irgendjemand verlegt hat. Ja, vielleicht hätten wir es nochmal finden können, als die Sowjetunion 1929 den 30. Februar hatte. Also 29, 30 und 31. Weil sie den Revolutionskalender hatten. Mhm. Da hat ja jeder Monat 30 Tage gehabt. Völlig zu Recht. Ja, aber tja. Kennst du auch den Vorsitzenden des Parlamentsausschusses für öffentliche Aufgaben im indischen Bundesstaat Meghalaya? Das ist doch der, ja, der genau. Dings. Der Adolf Lu Hitler Marak. Der mit der Kuh. Hat er eine Kuh? Ja. Also er ist natürlich nach Hitler benannt. Ist aber in diesem Bundesstaat in Indien wohl nicht so unüblich, weil andere lokale Politiker heißen Lenin R. Marak, Stalin L. Nangmin und Frankenstein W. Mumin. Die werden alle nach großen, wichtigen Politikern benannt. Ja, Frankenstein for President. Kommt besser als das, was da sonst rumläuft. War da nicht letztens irgendwas im
im Dings hier ARD oder sowas mit Hitlers indischer Armee, Legion Freies Indien. Ich habe davon mal was gehört. Eine militärische Truppeneinheit der Wehrmacht, die aus indischen Studenten in Deutschland und ehemaligen indischen Kriegsgefangenen aufgestellt wurde. Hm. In meinem Kopf machen die gerade den Telefonsupport für die Wehrmacht. Egal. Ach ja. Ja. Aber es gibt nur einen Führer, Kim Jong-il. Ja. Die und Sonne von Kim. Der hat ja ein paar Titel und Anreden. Unter anderem Zentrum der Partei, überragende Person, lieber Führer, respektierter Führer, weiser Führer, brillanter Führer, einzigartiger Führer. Lieber Führer, der eine perfekte Verkörperung des Ebenbildes ist, die ein Führer haben muss. Auf Koreanisch in etwa Yongjangga Kacha, lassen wir es. Oberbefehlshaber, großer Führer, Vater des Volkes. Sonne der kommunistischen Zukunft. Strahlender Stern vom Berg Paektu. Lenkender Sonnenstrahl. Führer der revolutionären Streitkräfte. Garantie der Einheit des Vaterlandes. Symbol der Einheit des Vaterlandes. Schicksal der Nation. Geliebter Vater. Führer der Partei, der Nation, der Armee. Führer. Gut, das ist nicht so die beste Bezeichnung. General. Schlag mich, beiß mich, gib mir Kim Jong-un Namen. Zum Beispiel großer Führer unserer Partei und unserer Nation. Großer General. Geliebter und respektierter General. Großer Führer. Geliebter und respektierter Führer. Immer siegreicher, festgewillter General. Sonne des Sozialismus. Sonne der Nation. Die große Sonne des Lebens. Große Sonne der Nation. Vater der Nation, Weltführer des 21. Jahrhunderts. Das Lustige ist, teilweise stammen diese Titel aus der Zeit nach seinem Tod. Einzigartiger Führer, leuchtende Sonne des 21. Jahrhunderts. Große Sonne. Stopp, das sind die was? Die von Kim Jong-il oder? Il, ja. Okay, weil ich war gerade ein bisschen irritiert, dass der sich Vater des Volkes hat nennen dürfen. Ich dachte, das wäre nur der allererste. Ja, yeah, das ist. Er wurde auch genannt chlorreicher Mann, der vom Himmel abstand. Stammt. Hm. Leuchtende Juche-Sonne, was immer das ist. Juche-Sonne vielleicht. Unbesiegbarer und immer triumphierender General. Großer Mann der Tat. Vordenker der Revolution. Erlöser. Höchste Verkörperung der revolutionären kameradschaftlichen Liebe. Seine Exzellenz und ewiger Generalsekretär der Partei. Ach. Ach. Das muss ganz schön stressig sein, wenn da einer sowas sagt und du nicht direkt weißt, ob du selbst gemeint bist oder irgendein Gegenstand in dem Raum, wo du dich gerade befindest. Guck mal, da oben scheint die Sonne, nein, das bin ich. Genau. Nee. Der gute Kim. Macht er nicht für Aldi die Mayonnaise? Ja. Selber? Privatabfüllung. Mhm. Flop, 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 flop. Oh je. Ja. Nicht sterben. Nein, nicht. Nein. Gestorben wird erst Samstag. Yay. Wenn wir uns wiedersehen. Erinnerst du dich auch noch an den Krieg zwischen Marokko und Spanien im Jahre 2002? Den Petersilienkrieg? Ja, es ging da um eine kleine Insel,
die sogenannte Petersilieninsel, so einen halben Kilometer Durchmesser, vor der Küste Marokkos. Ist eigentlich unbewohnt, aber ein paar Hirten haben da ihre Ziegen drauf. Und diese wurde 2002 von marokkanischen Soldaten besetzt. Das hat Spanien jetzt nicht so gefallen. Ha. Tja. Sieh an, sieh an. So war das damals. 2002. Ja. Im großen Krieg der Küchenkräuter. Oh. Weißt du noch General Dill? Dill Jong-un. Der große grüne Führer. Kim Jong-Dill. Also du hast kein Invader-Sim geguckt? Weiter? Nee, ich kam nicht dazu. Schade. Hatte ich nämlich letztens noch extra geguckt, für den Fall, dass wir aufnehmen diese Woche. Wir können aber improvisieren. Nö. Wir haben ja schon bald genug für diese Sendung. Okay. Reden wir noch über die Wurstkatastrophe. Ja? Ich habe heute den ganzen Tag Wurstkatastrophe. Ja, dein Klo hat mich angerufen und sich beschwert. Internet of Things, immer wieder großartig. Was ist das denn? Das ist, wenn Dinge vernetzt sind. Nein, Nachweis, dass eine Wurstpackung nicht optimal ist, und zwar mathematisch. Huh. Ah, es gibt auch eine Wurstvermutung. Okay. Es könnte Wurst sein. Leg's wieder in den Kühlschrank zurück. Jeder, der jemals in einer WG gewohnt hat, kennt das. Am Autobahndreieck Neu-Ulm, kennst du das? Ich kenne Neu-Ulm, aber ich wusste nicht, dass es da schon... Da kreuzen sich nämlich auch zwei Bundesstraßen mit null Autobahnen. Ja. Ach. Hopp, springt das Wiesel. Was? Plopp macht der Hamster. Kommt drauf an, wo er drin war. Plopp. Ja. Und sonst so. Ich habe am Wochenende ein Kompliment bekommen von einem der anwesenden Kinder. Oh, ich finde deine Glatze total hübsch, nur ein bisschen klein. Zupf, 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 zupf. Ja. Sie geben so viel zurück. Oh je. Also ihr könnt euch echt auf diese Folge freuen. Wir wissen noch nicht genau, wann wir sie raushauen vom Podstock. Wenn ihr nicht live dabei wart, ihr werdet das nächstes Jahr sein wollen. Dann übertreffen wir das nochmal. Aber... Es war sehr, sehr blutig, nein, lustig. Beides. Ja, es tut mir immer noch leid. Ist der Finger wieder nachgewachsen?
Hör mir bloß auf mit Messer und Finger. Ganz, ganz schlechtes Thema. Schon wieder? Ich habe mir morgen am Brotmesser geschnitten. Ach, Junge. Beim Versuch, einen Bagel zu öffnen. Ich habe heute irgendwie Zeug für Salat geschnitten. Und bin mit dem Messer, also nicht mal schneidend, sondern einfach mit dem Messer so ganz leicht gegen meinen Finger gedotzt. Und gucke drauf und denke, oh, Blut. Ah, gutes Messer. Oder schlechter Finger. Schlechter Finger. Ach so, ich wollte ja noch googeln. Nö. Doch. Was? Das fängt bei mir an zu regnen. Ich höre es, weil es auf dem Garagendach draußen so anfängt zu plätschern. Hat nicht der Nachbar irgendwie den Rasensprenger auf Eskalation gestellt oder so? Glaube ich nicht. Es ist aber nur so wirklich so ganz leichtes Regen. Flo. Was? Ich habe da eine Frage. Ja. Und zwar habe ich schwarze Bohnen getrocknet. Ja. Muss ich die einweichen, bevor ich sie koche? Oder kann ich die einfach länger kochen? Ich würde sie schon ein bisschen einweichen. Okay. Was planst du damit zu machen? Chili. Na gut, dann... Was Chili, sowieso lange kocht. Ja, Chili kocht ja eh lange. Na, dann würde ich sagen, geht's auch vielleicht. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, wie die abwärmen. Ist ja wurscht, ist ja ein Chili, würde eh dunkel. Ja, genau. Also, nee, dann würde ich sagen, kannst du es auch so ins Chili tun. Vielleicht als erstes kochen dann. Ja, oder relativ früh dann zumindest. Okay. Ja, es regnet tatsächlich. Wahnsinn. Bei uns nett. Strahlender Sonnenschein. Die Sonne scheint auch. Bestimmt ist irgendwo ein Regenpoken. Regenpoken? Rainbows keep falling on my head. Ah, du bist doch da hinten, ne? Da, wo der Regen gerade ist. Ja, ja. Ja, ja, sieht man auf dem Radar. Guck an. Siehst du? Das ist so der letzte nach unten Ausläufer. Das ist tatsächlich aber nur so ein bisschen Tropfenlopfel. Ja, sieht doch nicht schlimm aus. Nö, ist sehr angenehm. Hätte ich das gewusst, hätte ich nicht gerade eben vor der Aufnahme noch gegossen. Ja, nee, ich musste unbedingt rausgießen. Der Kohlrabi hat schon irgendwie, ne? Ja. Seit gestern schon alles hängen gelassen und sag mal, sind wir irgendwie live? Wie der Herr so geschert, du meinst warum? Weil der Herr Zweikatz gerade twittert, was würde Florian an meiner Stelle tun? Ja. Ins Bett schlug. Warte. Warum senden wir eigentlich nicht live? Da müssen wir uns mit dem Herrn Rio nochmal kurz schließen, der hat uns das ja mal angeboten. Okay. Müssen wir wirklich mal gucken. Hört der uns etwa? Jetzt live? Nein, der hat, glaube ich, so allgemein rumgefragt. Aber ach so. Er hat halt nicht mal angeschrieben. Gott sei Dank. Es gibt übrigens... Twitter-Prominenz uns ja auch noch hört. Oh ja. Gott, nee. Das reicht schon, dass der Zweikatz uns nicht hört. Nein, warte. Bad Sex in Fiction Award. Ein jährlich verliehener Preis für die schlechteste Beschreibung einer Sexszene. Okay. Der erste Preisträger war ein Melvin Bragg für A Time to Dance. Aber ich kenne ja auch Leute wie Philip Kerr oder Tom Wolfe oder Norman Mailer. Also die kenne ich schon. James Fry hat für Katharina 2018 diesen Preis gewonnen. Tja. Sowas. So, du machst also Chili.
Ja, für den geheimen Tag mit dem geheimen Projekt. Ah. Das ja inzwischen einen Namen hat, nämlich Chiba Mo. Ja. Chiba Mo. Und falls ihr euch fragt, was Chiba Mo ist, das erfahrt ihr in der nächsten Episode. Es sei denn, wir vergessen aufzunehmen, dann erfahrt ihr es nie. Erinnerst du dich an Mary? Von Peter und Paul? Nein, der Elefant. Das war Nelly. Nein, das war Mary. Nein, das war Nelly. Nelly the Elephant packed a drum and said goodbye to the circus off the road with a